vorne rechts irgendwo sein. Da ist das Fahrrad. Ah, ich sehe schon da drüben. Ja, okay. Geht ihr beiden mal durch. Okay. Okay. Der Kopf ist. Ja. Nehmen den Helm ab. So. Wassertrupp von Gruppenführer kommen. Wassertrupp hören. Ja, wir brauchen einmal Spineboard und die Hannibal hier unten, komm. Ja, verstanden. Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Wir sind hier bei der Freiwilligen Feuerwehr Flatten, seht ihr im Hintergrund, und die retten gerade eine Person. Mountainbike-Fahrerin ist schwer verunglückt, hat vermutlich was mit der Wirbelsäule, ne? Wirbelsäulenfrakturmöglichkeit. Und jetzt wird dieser Person geholfen und die Einsatzkräfte sind schon unterwegs in den Einsatz. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's. Ja, wir wurden hier zu einem Einsatz gerufen. Scheinbar sollte hier eine Person mit dem Mountainbike gestürzt sein. Die haben wir jetzt vorgefunden und werden jetzt versuchen, möglichst schonend die Person aus dem Hang zu retten. Dafür haben wir unser Spineboard dabei und die Hannibal. Und da werden wir jetzt hingehen und entsprechend die Person sichern und retten. Ja. Für das Fahrzeug ist das Gelände nicht zugänglich, deswegen müssen wir tatsächlich mit der Trage vorgehen. Wir sind froh, dass wir so eine leichte Trage haben, mit der wir dann auch weite Strecken überbrücken können. Und dementsprechend werden wir die Person jetzt da retten. Ein Hannibal ist eine Rettungstrage, die tatsächlich sehr einfach durch unwegsames Gelände gezogen werden kann. Die zu rettende Person wird dann auf die Hannibal geschnürt, sage ich mal. Und durch die mehr oder weniger flexible Struktur der Trage können wir die Personen durch unwegsames Gelände sehr gut retten. Durch die Verzerrung der Sicherungsgurte wird die Trage dann so stabil, dass wir ohne Probleme die Person dann auch schonend retten können. Also ich bin total begeistert. So eine Hannibal kannte ich vorher noch gar nicht. Mhm. Und wir haben jetzt hier den Jörg, quasi der Entwickler dieser Hannibal. Und ich habe gesehen, wie wir hier, es kommt im Video bestimmt nicht so gut rüber, es war richtig steil. Ja. Und da werden wir mit normalen Tragen überhaupt nicht zurande gekommen. Und die haben die hochgezogen, mit einer Leine gesichert und dann hochgezogen. Anders ging es auch nicht, ne? Aber fantastisch geklappt. Ja, das Schöne ist einfach klein, kompakt. Ich nehme das Ding auf die Schulter alleine und renne damit los. Ja, habe ich auch gesehen. Andere Dinge, wie so ein Rucksack, die man aus dem Rettungsdienst halt kennt, die sind halt schwer und klobig. So, und hier das Ding hast du eine Tasche drin, wie so ein Sack über die Schulter und ab die Post. Querfeld ein, solange ich will. Gerade wenn man hier ein bisschen weiter laufen muss, war es natürlich super. Ne? Aber man sieht hier auch, wie wir über Äste rübergezogen haben und ohne Probleme. Aber jetzt muss ich mal fragen, die Person, die drin lag ja auch noch auf dem Spineboard. Wie wäre das, wenn das Spineboard nicht wäre? Würde es trotzdem gehen? Klar, natürlich, überhaupt kein Thema. Wir setzen das in der Industrie ein und in der Industrie wird das nur ohne Spineboard eingesetzt. Weil da haben wir überhaupt keinen Platz für. Wir haben beispielsweise jetzt Zuckerindustrie, Papierindustrie, egal wo wir sind, haben wir in Silos, Behältern, haben wir Mannlöcher, wo wir durch müssen. Die sind 300 mal 400 mm. Da kann ich mit Spineboard überhaupt nichts machen. Ach so, ja klar. Und das ist hier, deswegen ist das so entwickelt, das ist eine ganz spezielle Form, dass ich unbedingt nur das an Material brauche, eh nötig, um die Person, das hast du ja auch gesehen, die Person ist komplett in sich, gesichert, die ist eingepackt. Wie Kokon. Was? Zum Beispiel, ne? Und hier, es passiert ja einfach nichts. Da ist nichts links, nichts rechts, Kopf vorne, unten die Füße, vorne die komplette Kopf. Das heißt, wenn ich jetzt hier so eine Kante habe, ich will mit der Handyball jetzt rübergehen, ohne das Beinboard drin, würde die jetzt durchknicken? Nein, oder? Nein, nein, nein. Wir machen Rettung über Treppen. Wie kriege ich einen Etat? Nein, nein. Ah, du lupfst vorne ein bisschen an, dass du erst zweite Stufe und dann hoch abgepost. Das sehen wir ja auch hier. Wir haben das mal ein bisschen mal getestet. Und wir sehen auch, wie man sie jetzt auch im Dunkeln übrigens reflektiert, ja, richtig. Geil, ist, ne, ist oder? Cool, ja, ist cool. Also gerade für einen Nachteinsatz wie jetzt heute optimaler. Man sieht hier, wie man sie über so einen Baumstumpf einfach drauf auch absetzen kann. Ja, das sind so Dinge, das wir selber bin nicht in der Feuerwehr, aber sehr viele Industrien unterwegs. Wir haben jede Menge Jungs und Freunde, Feuerwehr, wir sitzen zusammen, wir reden, wir entwickeln so eine reflektierende Trage. Also aus der Praxis. Aus der Praxis für die Praxis. Und das ist einfach das, was wir gesagt haben, ja, das bringt's. Und jetzt gerade auch für den Rettungsdienst, gerade für die Feuerwehr, du musst nicht lange irgendwie was schleppen, was schwer ist, auf den Puckel und ab die Post. Komme, was wolle.
So, das ist überhaupt kein Problem. Das kannst du zur Not, wenn du einen Windenwagen hättest, könntest du das Ding auch in den Wind dranhängen und ziehen. Wo spannend. Wo ist das Problem? Genau, spannend. Was ich auch gedacht habe, weiß ich, Tierrettung, da habe ich sofort gedacht. Ja. Wir hatten auch mal Situationen, da hatten wir ein großes Tier, was wir mal befreien mussten, aus einer Grube. Aus einer Güllegrube war das, ne? Ja. Und wir hatten ja überhaupt kein Material für. Darf man dafür das auch einsetzen? Ja, wir haben eigentlich haben wir eine Kilogrammbeschränkung. Bis? So jetzt bis 150 Kilo. Wir haben Tests gemacht mit 600 Kilo, mit einem Frontgewicht von einem Trecker und das Ding hält. Tolles Produkt. Und wie gesagt, auch für die Situation optimal. Aber man kann es ja ziehen auf den Schlitten hoch. Und ich habe auch mal dran gezwungen, es geht echt leicht. Aber bitte nicht als Schlitten verwenden. Weil das geht ab wie Schmitz Katz, wenn man uns so schön sagt. Ja, genau, das weil Anker werfen geht nicht, haben wir nicht. Wenn bremst, verliert. Nein, okay, also wenn ihr Fragen habt zum Produkt, ich mache mal alles in die Videobeschreibung unten drunter. Ja. Dann könnt ihr mal gucken. Geht auf unsere Homepage, sind wir auch drauf, kein Problem. Wie ist die Homepage, wie heißt sie? www.mis-flatten oder ihr braucht einfach nur Hannibal-Trage einzugeben. Hannibal-Trage, das ist noch ein Hannibal-Trage kann man ganz einfach sich merken. Dann kommt ihr direkt zu unserer Homepage und da sind alle Informationen, die ihr braucht. Oder ruft an, wir kommen gerne vorbei. Aber kann man auch mal testen. Das Ding ist geil, ihr könnt bei uns gerne testen kommen. Das Ding ist einfach, ja, Praxis kann ich spricht bestätigen. Für sich. Praxis kann spricht für sich. Wir reden nicht lange, wir sollen einfach machen. Super. Andere versuchen, eine Wunderpackung zu verkaufen, wir sollen einfach probieren. Dann wirst du sehen, wie es funktioniert. Komplett, also muss ich auch sagen, echt in dem Punkt auch konkurrenzlos. Also ich kenne keine Trage, die das so erfüllt. Ich weiß nicht, danke für die Blumen. Total, also ja, die waren ich hoffe, einfach. Die anderen Kollegen sehen es auch so. Und, ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare, kommentiert. Und wir müssen weiter, die Person ist natürlich jetzt gerettet mittlerweile. Ja. Schon hoffentlich auch wieder gesund zu Hause. Aber wie gesagt, war ein toller Einsatz und ganz lieben Dank, dass ich die mal sehen durfte. Danke gleichfalls. Und wir schauen uns das nächste Video an, hier von der Feuerwehr. Tschüss. Das überfordert mich jetzt. Was habt ihr gemacht? Nix. Gar nichts.